Manches Erbe trägt schwer. Diese Erfahrung muss nun auch Rainer Knecht machen. Im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal ist Knecht Betreiber und Investor der Sommerrodelbahn an der Lorelei. 850.000 Euro sind in das Bobbahnprojekt gesteckt worden. Doch dem UNESCO-Welterbe-Komitee ist dieser Bau ein Dorn im Auge. Dabei passt sich die Bahn nicht nur harmonisch in die Landschaft ein. Schließlich entsteht gerade aus Beschleunigung und Entschleunigung jenes Feeling, das den Blick für die Kulturlandschaft schärft. Das Welterbe-Komitee scheint dies mit anderen Augen zu sehen und fordert den Rückbau der Anlage. Kein Wunder, dass sogar die Politiker im Verbandsgemeinderat der Lorelei dagegen fraktionsübergreifend Front machen. Seit Ostern sind über 30.000 Bobfahrer mit der Sommerrodelbahn gefahren, die regional mehrheitlich akzeptiert ist. Die Haltung der UNESCO bleibt deshalb für viele Bürger schleierhaft. Bei allem Respekt vor dem Welterbetitel, in der strukturschwachen Lorelei-Region können die Menschen keinen Stillstand gebrauchen. Vielleicht sieht das Welterbekomitee bei genauer Betrachtung ja doch noch Licht am Ende des Tunnels. Meine Damen und Herren, Familie Knecht, wir haben uns hier bei der Rodelbahn heute Nachmittag bei tollem Wetter versammelt, aus einem weniger tollen Grund. Wir haben alle letzte Woche in der örtlichen Presse entnehmen können, dass die Rodelbahn in ihrem Bestand in Frage gestellt wird seitens der UNESCO bzw. der sie beratenden Gesellschaft. Und wir haben uns ganz schnell kurzgeschlossen. Wir, das sind die drei im Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Lorelei vertretenen Fraktionen. Neben mir der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion Weiland und der Holger Puttkammer von den Freien Bürgern und meine Person von der CDU. Und haben uns vereinbart, eine gemeinsame Erklärung heute Nachmittag an die Betreiberfamilie der Rodelbahn zu übergeben, um damit unserer Forderung Ausdruck zu verleihen. Diese Rodelbahn muss erhalten bleiben, weil diese Rodelbahn sehr viele Vorteile für die Region und für das gesamte Tal der Lorelei bringt. Das ist unsere feste Überzeugung. Wir übergeben diese Erklärung gleich an die Familie Knecht mit der Bitte, diese Erklärung hier möglichst groß zu publizieren, damit alle Besucher diese Erklärung und den Inhalt dann auch zur Kenntnis nehmen können und dadurch auch über verschiedene Wege für den Erhalt dieser Rodelbahn eintreten. Ja, der Kollege Güllering hat vieles vorweggenommen, warum wir heute hier stehen. Ich möchte auf das ICOMOS-Gutachten ganz kurz eingehen, aber nur in wenigen Sätzen. Der Unterschied zu dem, als ICOMOS sich das Ganze betrachtet hat, ist schlichtweg der Zeitpunkt. Wir stehen heute hier im Hochsommer, wir stehen heute hier in einer Jahreszeit, in der auf der Sommerrodelbahn an sich Betrieb sein sollte. Und wenn ich sehe, dass die Ortsbegehungen am 13. und 14. Dezember letzten Jahres stattgefunden haben, mitten in der Bauphase der Rodelbahn, mitten in einer vegetationsarmen Zeit, dann kann man sich erklären, dass wenig Grün um die Rodelbahn zu sehen war und dass die Rodelbahn eben ein Stück weit aus dem Auge heraus aufgefallen ist. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das sieht man, wenn man über das Lorelei-Plateau zum Parkplatz hier unten fährt. Und wenn man dann sieht, wie nicht nur die Rodelbahn, sondern auch die Seilbahn in Koblenz, und das möchte ich auch nicht verhehlen an der Stelle, im ICOMOS-Gutachten wegkommen, dann ist das schon bemerkenswert, aber bemerkenswert in negativer Richtung. Wenn ich lese, dass dort steht, die gerade Linie des Lifts stellt einen erheblichen Einschnitt in den Grund dar und die Abfahrtstunnel zeichnen sich erheblichen Einschnitt, künstliche Konstruktion von den glatten Hügelflanken ab. Der gesamte Komplex wird zwangsläufig einen stechenden Kontrast zur bestehenden Landschaft bilden, dann zur Sichtbarkeit. Die neue Anlage wird vom gesamten Lorelei-Plateau deutlich zu erkennen sein. Als deutlich sichtbar wird das Ganze weiter beschrieben und die glänzenden Edelstahltunnel werden einen zusätzlichen Störfaktor bilden. Das sind einige wenige Auszüge, wo ich sagen muss, die sind absolut an der Wahrheit vorbeigegriffen, absolut an dem, was man heute hier sieht, daneben. Und wenn man sich in der Bevölkerung umhört, aber auch in der Gastronomie und Hotellerie, dann hört man auch bei Reiseveranstaltern, endlich mal was Neues auf dem Lorelei-Plateau, endlich mal was Neues für unser Lorelei-Tal, endlich was Neues für Welterbe und endlich auch mal auf dem Lorelei-Plateau etwas für die Kinder. Und wenn man dann im Kontrast zu diesen Ausführungen sieht, wie das riesige Problem Bahnlärm
dargelegt wird in diesem E-Commerce-Gutachten, ja, dann bleibt einem fast schon die Spucke wortwörtlich weg, weil wenn dann nur von einem besseren Bewusstsein gesprochen wird, was von jedem gefordert werden soll, zu mehr Flexibilität bei den organisatorischen Lösungsansätzen, also dann muss man wirklich sagen, dann werden hier die Größe der Probleme wahrlich verkannt und mehr kann ich und will ich an dieser Stelle absolut nicht anfügen heute. Ja, also wir fordern von dieser Stelle unsere Vertreter in Phnom Penh auf, entsprechend für dieses Tal und für die Rodelbahn zu stimmen. Und ich möchte auch allen danken, die sich jetzt schon dafür engagieren, falls es tatsächlich zu einem negativen Beschluss kommen sollte, Demonstrationen vorbereiten, Bürgerinitiativen vorbereiten, um halt hier den Willen und auch die Stimme der Bürger laut werden zu lassen, um zu zeigen, dass wir hinter der Bahn stehen und für die Entwicklung auf dem Loreley-Plateau. So, dann übergeben wir jetzt die Erklärung, die für die drei Fraktionen erstellt wurden, der Familie Knecht, mit der Hoffnung, dass diese Erklärung ein Bestandteil dessen ist, was wir alle wollen, dass diese Rodelbahn eben bestehen bleibt hier an dieser Stelle. Vielleicht sollte man an der Stelle dann noch auf eine Tatsache hinweisen und das ist eben die, dass im Planungsverfahren natürlich auch ICOMOS bzw. das UNESCO-Büro eingebunden war und bis heute keine Rückmeldung auf diesen förmlichen Beteiligungsprozess erfolgt ist, sondern dann eben nur, wie man so schön sagt, durch die kalte Küche eine Mitteilung gestreut wurde, die wir aus der Presse entnehmen mussten, dass diese Rodelbahn ihrem Bestand in Frage gestellt wird. Ich glaube, das schlägt dem Fass den Boden aus und viel mehr muss man dazu zur Erklärung nicht mehr sagen. Wir hoffen das Beste und wünschen uns das alle für unsere Region und für Sie. Dankeschön. Auch von unserer Fraktion alles Gute und wir stehen hinter Ihnen, soweit wir das halt in unseren Kräften tun können. Ja. Dankeschön. Tja, ich darf mich mal ganz herzlich im Namen meiner Frau bei Ihnen allen bedanken. Es freut mich einfach mal, dass unsere politischen Vertreter, die gewählten Vertreter, die wir hier in der Verbandsgemeinde Loreley, Alt-Loreley, sage ich mal, die sich mit diesem Projekt ja fast schon 4 Jahre beschäftigen und jetzt auch aus der neuen Verbandsgemeinde Braubach, die jetzt Verbandsgemeinde Loreley heißt, die hinzugekommen sind, die Vertreter, das alle auch so bewerten und hier auch Flagge zeigen. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, ein Signal für mich, weil Sie wissen alle, ich habe ja vor über 4 Jahren mit dieser Idee begonnen und das war ein ganz steiniger Weg, bis wir überhaupt zu einem Genehmigungsverfahren kamen. Wir haben sehr viele Behörden, natürlich, das weiß jeder in Deutschland und wir sind auch mit den meisten Behörden, sage ich mal, einigermaßen gut ausgekommen oder es waren auch verlässliche Vertreter dabei, die uns auch weitergeholfen haben. Natürlich gibt es, wenn man so ein Projekt macht, natürlich immer ein Für und ein Wider und da kann man auch darüber diskutieren, was mit den Vertretern des BUND natürlich gar nicht möglich war. Die haben Dinge hier behauptet, in die Welt gesetzt, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Und da wird es immer schwer, mit diesen Leuten sich dann auseinanderzusetzen. Wir hatten diesen Baustopp, wir hatten das OVG-Verfahren. Jetzt war nochmal der Kreisrechtsausschuss da, der auch nochmal alles durchleuchtet hat. Und da ist auch der BUND-Vertreter dabei gewesen. Und dem habe ich hier, ich muss es mal so platt sagen, ordentlich die Meinung gegeigt, weil das war alles nicht haltbar, was dort in diesem Schreiben drinsteht. Und da haben wir mal gedacht, jetzt sind wir die endlich auch mal los. Und dann kam das mit diesem Weltkulturerbe und ICOMOS. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich habe mal in der Schule gelernt, ich weiß, wo Phnom Penh ist und wo Kambodscha ist. Aber dass ich da irgendwann mal mit was zu tun kriegen sollte, das konnte ich jetzt immer noch nicht so ganz glauben. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen, dass wir eine gültige Baugenehmigung haben. Wir vertrauen auf unsere Behörden, die das auch alles ordnungsgemäß und auch umfangreich geprüft haben. Und deswegen lassen wir uns da auch nicht bange machen, sage ich einfach mal. Auch nochmal ein Wort des Dankes an die Person aus Bornisch. Zwei Vertreter sind ja auch hier, die eine sogenannte Bürgerinitiative schon mal ins Leben gerufen haben. Und die wollten auch eine Demo machen, je nachdem, wie das da in Phnom Penh ausgeht. Da müssen wir mal gucken, wie das dann organisiert wird. Ich habe mal was vom Samstag, 29. Juni gehört. Und dann sehen wir mal, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall lassen wir uns so schnell nicht unterkriegen. Das verspreche ich Ihnen. Das ist auch richtig so. Dankeschön. Perfekt.